Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das spannende Wort damit. Und damit sorgt für mancherlei Verwirrungen. Ja, manche Deutschlerner sind verwirrt, wenn ihnen das Wort damit begegnet. Und das liegt daran, dass mit mehrere Bedeutungen hat. Aber nicht nur das, die Bedeutungen kommen auch aus unterschiedlichen Wortarten. Ja, damit kann einmal eine Subjunktion sein, das heißt, man kann einen Nebensatz mit damit einleiten. Damit kann aber auch ein Pronominaladverb sein, das heißt, eine Verbindung von einer Präposition und einem bestimmten Pronomen. Ja, ich werde es erklären. Also, damit als Subjunktion. Ja, es wurden Vorräte angelegt, damit es zu Notzeiten nicht mangelt. Ja, also die Leute haben Vorräte angelegt, ja, sie haben Lebensmittel gelagert, zum Beispiel, ja, sie lagern lebenswichtige Dinge und Essen und all sowas. Warum haben sie das gemacht? Sie haben das getan, damit es zu Notzeiten nicht mangelt. Ja? Und wir können das so zusammenfassen. Ja? Die Leute haben Vorräte angesammelt, damit es zu Notzeiten nicht mangelt. Ja? Wir haben hier eine Tätigkeit, ja? Einen Hauptsatz, der eine Tätigkeit beschreibt, der beschreibt, was die Leute getan haben. Und dann folgt der Nebensatz. Der Nebensatz wird eingeleitet mit damit. Und dann folgt die Begründung. Ja? Wir begründen das, was im Hauptsatz passiert ist. Ja? Die Leute haben Vorräte angelegt, damit es zu Notzeiten nicht mangelt. Okay? Hauptsatz, damit und Begründung. Damit kann, wie gesagt, auch als Pronominaladverb gebraucht werden. Ja? Und es ist einer dieser Wörter, die auf etwas anderes verweist. Ja, wir hatten das in früheren YouTube-Videos, ja, womit, damit und so weiter. Damit, darüber sprechen wir heute. Ja. Verweis auf ein Mittel, ein Werkzeug im direkten oder übertragenen Sinn. Das ist, was das Wörterbuch sagt. Ja. Als Beispiel haben wir zum Beispiel, der Mann nahm den Hammer und trieb damit den Nagel in das Holz. Ja. Er hat einen Hammer und diesen Hammer benutzt er, um den Nagel in das Holz zu treiben. Ja. Er hat einen Hammer, er nahm den Hammer und trieb damit den Nagel in das Holz. Ja. Das damit verweist also auf den Hammer. Ja. Mit damit sagen wir, er benutzt den Hammer, um den Nagel in das Holz zu treiben. Ja, er nahm den Hammer, um damit den Nagel in das Holz zu treiben. Ja, damit steht für mit dem Hammer. Ja, kann man sich ganz gut merken. Ja, das Wort lautet damit und wir ersetzen es durch mit. Da, da, da. Ja, mit, je nachdem, worüber wir gerade sprechen. In diesem Fall mit dem Hammer. Ja, wir können also entweder sagen, der Mann nahm den Hammer und trieb damit den Nagel in das Holz. Oder wir sagen, der Mann
nahm den Hammer und trieb mit dem Hammer den Nagel in das Holz. Aber da mit dem Hammer zu lang ist, können wir auch einfach sagen, damit. Ja. Ein weiteres Beispiel von damit als Pronominaladverb, ja, ist ja, also als auf Verweis nicht auf ein Mittel oder ein Werkzeug, ja, das war das erste Beispiel, sondern mit Verweis auf einen Zustand, ja, oder Sachen. Ja. Hier hast du eine Puppe, damit kannst du spielen. Hier hast du eine Puppe, mit der Puppe kannst du spielen. Ja, wir können immer damit ersetzen, durch mit und einer Sache. Ja, oder der Räuber sah das Geld und rief, her damit! Ja, er sah das Geld und sagt, her damit! Er hätte auch sagen können, her mit dem Geld! Aber stattdessen sagt er, her damit. Ja, es ist einfacher, es ist kürzer. Ja. Und diese Redewendung hört man öfters. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit dieser Sache habe ich nicht gerechnet. Mit diesem Ereignis habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. So, und zu guter Letzt kann man es auch zeitlich gebrauchen. Ja? Also zum Beispiel, im letzten Akt des Theaterstücks starb der Protagonist. Damit endete auch das Stück. Ja? Also mit dem Tod des Protagonisten, ja, mit dem Tod der Figur im Theaterstück, endete das Theaterstück. Ja. Also damit können wir auch sagen, ja, mit diesem Ereignis. Ja, oder und damit wäre ich am Ende meiner kleinen Geschichte angelangt, ja, und mit dem, was ich gerade gesagt habe, bin ich am Ende meiner Geschichte, ja, also oft muss man sich denken, wie man damit ersetzen könnte, ja, ich sage, damit bin ich am Ende meiner Geschichte, okay, wie ersetzt man damit, ja, vielleicht mit dem, was ich gerade gesagt habe, ja, es muss nicht immer klar sein, womit man damit ersetzt. Okay? Also, damit bin ich am Ende dieses Videos. Ja, mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit den 8 Minuten, die jetzt vergangen sind, bin ich fertig mit diesem Video. Ja? Damit bin ich fertig mit diesem Video. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!